Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Inquisition. Hier ist die Goretti und da stehen wir nun. Wir haben in der letzten Folge viel geredet mit den Begleitern und den dahinterstehenden, den Drahtziehern, sag ich mal. Es fehlen noch Cullen, es fehlt noch Blackwall und mit den beiden werden wir jetzt noch reden. Cullen! Ihr habt einen weiten Weg zurückgelegt, um nach Haven zu kommen. Ihr stammt aus dem Zirkel von Ostwick. Ich habe den größten Teil meines Lebens dort verbracht. Es fühlt sich merkwürdig an, jetzt hier zu sein. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich muss mich auch erst noch daran gewöhnen. Aber es ist interessant. Bitte entschuldigt. Der Zirkel ist im Moment nicht gerade das angenehmste Gesprächsthema. Falls er es denn je war. Wollen wir stattdessen über etwas anderes sprechen? Warum haben sich die Templer von der Kirche losgesagt? Der Orden ist der Überzeugung, die Kirche würde seine Bestrebungen nicht länger unterstützen. Nicht in dem Maße, in dem sie es sollte. Aber die Templer haben der Kirche seit Ewigkeiten gedient. Ja, seit so langer Zeit, dass sie die Dienste des Ordens inzwischen als selbstverständlich erachtet. Die Templer riskieren ihr Leben im Kampf gegen Blutmagie, Dämonen, Abscheulichkeiten, ohne dafür ein Gefühl der Wertschätzung zu erhalten. Ich bin vielleicht mit dem Handeln des Ordens nicht einverstanden, wie mein Hiersein beweist. Aber ich kann seine Unzufriedenheit nachvollziehen. Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Das Verhalten des Lordsuchers ist mir ein Rätsel. Aber die Templer werden uns helfen. Sie können angesichts der Bresche nicht untätig bleiben. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Natürlich, Cullen. Bis zum nächsten Mal. Das war ein kurzes, knappes Gespräch mit Cullen. Folgt das Gespräch noch mit unserem lieben Blackwall. Mal gucken. Guten Tag. Ja, guten Tag. Red mich nicht von der Seite an. Hallo Blackwall. Inquisitor? Lasst uns über die grauen Wächter reden. Ihr müsst viel über sie wissen. Ah, die Wächter also. Ich fürchte, wir sind weitaus weniger spannend, als es den Anschein hat. Die Verderbnis ist seit 10 Jahren vorbei. Was machen die Wächter, wenn die Welt nicht gerade untergeht? Es gibt immer noch dunkle Brut. Nur weil wir in Ferelden so viele von ihr erschlagen haben, bedeutet das nicht, dass sie fort ist. Und die Welt ist nicht so friedlich, dass es für Männer mit Schwertern keine Verwendung gäbe. Manchmal muss man für sich selbst herausfinden, was der Schwur, andere zu beschützen, wirklich bedeutet. Es geht nicht immer nur um Erzdämonen und Verderbnisse. Wo wart ihr während der Verderbnis? Ich war in Ferelden und wie immer allein. Ich habe meinen Anteil an der dunklen Brut ohne großes Aufheben erschlagen. Ihr hattet schon eine ganze Weile keinen Kontakt mit anderen Wächtern. Warum wart ihr allein unterwegs? So habe ich es schon immer gehalten. Für Rekrutierungen braucht es nur einen Mann. Abgesehen davon war ich schon immer ein Einzelgänger. Das ist für alle das Beste. Ihr habt also keine Ahnung, wo die anderen Wächter sind? Findet ihr das ungewöhnlich? Die Verderbnis ist vorbei. Wir brauchen kein stehendes Heer. Und unsere Befehle ändern sich auch nicht unbedingt täglich. Im Prinzip waren sie während der letzten 1000 Jahre dieselben. Dunkle Brut aufspüren, dunkle Brut erschlagen. Bei Bedarf Bericht erstatten. Lasst uns diese Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Wie ihr wünscht. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Aber natürlich, Blackwall, ich weiß, du bist da, wenn ich dich brauche. Immer an meiner rechten oder linken Seite. Vielleicht auch hinter mir oder vor mir. Hauptsache, du trägst ein dickes Schwert und ein gutes Schild. Ja, das ist ja eher ein wenig unzufriedenstellend, dass Blackwall nicht weiß, wo die Wächter sind. Das macht es für uns nicht einfach. Ich laufe noch einmal zurück. Und zwar haben einige Sachen ihren Ende gefunden. Dass die Geschichte um Cullen noch nicht. Redet weniger, bitte. Redet einfach weniger. Aber ich glaube, Liliana ist fertig und durch mit dem, was sie machen musste. Cullen braucht noch ein bisschen. Es ist unglaublich, wie viele Gänge selbst nach der Ankunft der Kirche unentdeckt blieben.
und sie haben jahrelang jeden Zoll dieser Berge nach allem abgesucht, was mit der heiligen Asche in Verbindung steht. Der Kult hat all das nicht gebaut. Es war schon viel früher hier und wer weiß, wie viele Jahre es dauern würde, alles zu finden. Von den neuen Gängen, die bei der Suche entdeckt wurden, waren die meisten längst leer oder das, was sich darin befand, war nicht mehr zu retten. In einigen aber entdeckten wir interessante Artefakte, von denen eines mit seltsamen Runen versehen ist, die wir noch übersetzen müssen. Wenn wir jemanden finden, der dazu in der Lage ist, könnten sie sich als nützlich erweisen. Lebenswächter-Amulett, ja, her damit. Andrastes Geheimnisse. Ist denn Josephine auch schon fertig? Natürlich. Ich hatte recht. Seit wir verbreiten lassen, dass die Inquisition mit den Grauen Wächtern verbündet ist, erhalten wir zahlreiche Schreiben, in denen uns Unterstützung zugesagt wird. Und dank der Verträge können wir nicht nur neue Rekruten gewinnen, sondern haben auch Spenden in Form von Gold und Ausrüstung erhalten. Der Kommandant wird dafür zweifellos Verwendung haben. Josephine. Griffin-Robe, ja, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Überreste der Kirche, die rote Jenny sagt, geben und nehmen. Was nehmen wir denn? Wir holen uns mal den Rothirsch. So groß ist die Gefahr, dass die Inquisition Angebote aus allen Teilen von Thedas erreichen. Für eine Überraschung sorgt dabei ein weit entfernter Delish-Clan. Vielleicht seid ihr nicht wie wir und teilt nicht unseren Glauben, doch diese Bedrohung betrifft uns alle. Denn dem verwundeten Himmel kann sich niemand entziehen. Wenn wir sonst schon nichts zu tun können, wollen wir wenigstens, dass ihr sichere Füße zum Sieg marschiert. Mein Gott, nee. Enaslin, Laza, Revas, Evanura. Ja, das dauert gar nicht so lange. Der Rothirsch ist eingetroffen. Wirklich sehr inspirierend. Vielen Dank dafür. Wir können auch das gepanzerte Flammenross kriegen. Ich glaube, ne? Wir schicken unser Meisterstück. Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es seht. Es ist ein mit Paraden. Ebenso vertraut wie mit dem Schlachtfeld. Mögen all die sich gegen euch stellen, sehen, dass sie sich gegen eine Macht stellen, eine Sache. Unsere Fähigkeiten gehören euch, Diener des Hammers. Auch da kommt Josephine, hol uns dieses Streitross, vielen Dank. Auch das haben wir jetzt da in unserem Gefilde. So, aber wir müssen uns kümmern um Andrastes Geheimnis. Die Runen, die bei den letzten Suchen in den Bergen entdeckt wurden, sind von einer Art, wie sie noch nie gesehen wurden. Weder aus der Winter noch elfisch, vielleicht stammen sie aus der Zeit von Andraste selbst. Es gibt nur wenige, die sie vielleicht übersetzen können. Wir wissen nicht, was uns das nutzt. Josephine. Ich kenne einige diskrete Gelehrte in Antiva, sie würden die Runen mit Freuden für uns übersetzen. Wir haben Spione mit magischem Wissen und den Mitteln, an Texten zu gelangen, kümmern wir uns selbst darum. Das dauert zwar länger, aber Liliana, mach es. Genau das. Und Josephine, du beschaffst uns mal Kohle. Bisher profitierten die Truppen der Inquisition von der gut gefüllten Schatzkammer der Kirche. Jetzt muss sich die Inquisition allerdings einige Einnahmequellen suchen, wenn sie weiter wachsen möchte. Der Handel in Haven ist im Moment stark eingeschränkt, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wenn die Inquisition bereit ist, sich darauf zu konzentrieren. Ich verstehe mich vortrefflich darauf, mit Kaufleuten und Adligen Gefälligkeiten auszutauschen. Wenn wir umsichtig sind, könnte uns das viel Geld einbringen. Hau rein! Wir stehen euch zu Dienst.
Wunderbar. So, Cullen ist immer noch nicht fertig. Das bringt mich zu einer Sache. Wir haben ja in einer der letzten Folgen jemanden vor der Tür stehen gehabt. Und zwar jemand, der den eisernen Bullen für uns stellen wollte. Und um den würde ich mich jetzt, während Cullen noch alles Mögliche macht, kümmern wollen. Das heißt, wir werden die Sturmküste erkunden. In Ferelden gab es seit des Angriffs der dunklen Brut auf Amaranthin vor 10 Jahren keine nennenswerten Aktivitäten der Grauen Wächter. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich der Orden in verderbnisfreien Zeiten aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Allerdings gibt es Berichte, dass einige Wächter an der Nordküste gesehen wurden. Wächter verfolgen für gewöhnlich eigene Ziele, aber die Bresche hat zweifellos ihre Aufmerksamkeit erregt. Wenn sie etwas wissen sollte die Inquisition davon erfahren. Also, auch da werden wir nach den Wächtern suchen. Mal schauen, ob wir da ein bisschen mehr Glück haben. Die Wächter sind Die Wächter sind öffentlichkeitsscheu, aber nicht unauffindbar. Wenn sie an der Sturmküste Spuren hinterlassen haben, werden meine Spione sie finden. Auf geht's. Schwester Liliana, Leutnant Harding hat einen kleinen Trupp Soldaten zur Sturmküste geführt, um dort angebliche Wächteraktivitäten nachzugehen. Ihr Trupp hat unweit der Küste sein Lager aufgeschlagen. Seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Wir wissen also nicht, wie es um Harding oder ihre Mission gestellt ist. Rektor, auf geht's. Gruppe sammeln und weiterziehen. Ja, unbedingt. Wen möchte ich mitnehmen? Pass auf, ich nehme Sarah mit, ich nehme Blackwall mit und ich nehme Solis mit. Euer Gnaden, willkommen an der Sturmküste. Ich hätte euch schon früher informiert, aber wir wurden aufgehalten. Wieso? Wegen einer Horde Banditen, die die Gegend unsicher macht. Sie kennen das Gelände und unsere kleine Schar hatte Schwierigkeiten, ihrer Herr zu werden. Einige unserer Soldaten wollten mit ihrem Anführer verhandeln. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Ich werde tun, was ich kann, um unsere Leute zu finden. Danke, Euer Gnaden. Das ist sehr beruhigend. Die Soldaten wussten nicht genau, wo die Banditen sich aufhalten, aber sie haben weiter unten am Strand mit der Suche begonnen. Angesichts des ganzen Wirbels konnten wir auch noch keine ernsthafte Suche nach den Wächtern einleiten. Als dann, viel Glück. Und genießt die frische Seeluft. Soll ja gut für die Seele sein. Danke, danke, Harding. Das ist ja nett von dir, dass du dich so um mich sorgst. So, der Requirierungs... Was ist das? Ein Drache. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Ja, sofort. Mich interessiert viel mehr, wo der Drache hinfliegt. Er kommt bitte nicht in unsere Richtung. Nein, er flattert davon. Ja, was hast du denn für mich? Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Gut, dann schauen wir uns das mal eben an am Requirierungstisch. Tiefenlauerer leider. Aber sonst geht's euch gut, ne? Ja, aber wir haben nichts dergleichen. Hauptsitz, nein, das möchte ich erstmal nicht machen. Danke, Risse, Wächter und hast du nicht gesehen? Wir kümmern uns um das alles, bei Zeiten. Wieso verschwindet das nicht? Ey, Teufel und eins. Manchmal will mich das Spiel echt natzen. Hast es jetzt? Kapiert. Okay, sehr schön. Wir wandern erstmal hier entlang, pflücken ein bisschen Elfenwurz hier und da und sehen da unten schon ein paar Feinde und natürlich Scherben. Und was geht dort vor sich?
Holla die Waldfee. Das hat Konsequenzen, würde ich sagen. So, erstmal die Scherben und dann sehen wir weiter. Und dann gehen wir natürlich zu den Leuten darunter und versuchen ordentlich mit drauf zu hauen. Ich habe ja für Chasi einen neuen Stöckchen fertig gemacht. Ach ja, und Inventar, ne? Für Solus habe ich nichts, für Blackwall auch nicht, aber Sarah hat einen neuen Bogen auch bekommen. Und ich denke, der wird's wohl tun. Hoffen wir mal. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer da unten alles so kämpft. Hallo, meine Freunde. Brenn! Scheiße! Na, musst du denn sowas von dir geben? Du Mieser! Hör auf mich zu schießen! Da hinten wird auch noch gekämpft. Sarah schießt fleißig, das ist gut. Und es werden scheinbar immer mehr. Das war's. Sturmbullen, das war's. Crumb, wie sieht's aus? 5 oder 6 Verwundete, Häuptling. Keine Toten. Ja, das wollte ich hören. Lass die Kehlenschlitzer den Rest erledigen und öffne dann die Fässer. Ihr gehört also zur Inquisition, hm? Freut mich, dass ihr es einrichten konntet. Na kommt, setzt euch. Die Getränke kommen gleich. Und ihr seid der eiserne Bulle, nehme ich an. Ja, normalerweise verraten mich meine Hörner. Ich nehme an, ihr erinnert euch an Cremesius Eclasi, meinen Leutnant. Schön, euch wiederzusehen. Die Kehlenschlitzer sind fertig, Häuptling. So schnell? Lass sie noch mal nachsehen. Ich will nicht, dass irgendeiner dieser Tevinter-Bastarde davonkommt. Nichts für ungut, Cram. Schon in Ordnung. Ein Bastard weiß zumindest, wer seine Mutter war. Damit ist er deutlich besser dran als ein Kunari, richtig? Also... Ihr habt uns kämpfen gesehen. Wir sind zwar teuer, aber wir sind es wert. Und ich bin mir sicher, die Inquisition kann sich uns leisten. Was genau wird es mich kosten? Euch persönlich gar nichts. Außer ihr wollt uns später ein paar Runden spendieren. Eure Botschafterin, wie war noch ihr Name? Josephine. Wir wenden uns an sie und regeln das mit der Bezahlung. Das mit dem Gold wird sich schon klären. Macht euch darüber keine Gedanken. Entscheidend ist nur, dass wir es wert sind. Die Sturmbullen scheinen eine erstklassige Truppe zu sein. Ja, das sind sie. Aber ihr bekommt ja nicht nur die Jungs. Ihr bekommt auch mich. Wenn ihr an vorderster Front einen Leibwächter braucht, bin ich euer Mann. Ganz egal, was kommt. Dämonen, Drachen. Ach, je größer, desto besser. Und dann ist da noch etwas. Ihr findet es vielleicht nützlich, kann aber auch sein, dass es euch stört. Habt ihr je vom Benners Rat gehört? Nein, das sagt mir überhaupt nichts. Sie sind ein Orden der Kunari. Sie befassen sich mit Informationen, Loyalitäten, Sicherheit, all solchen Dingen. Im Grunde genommen sind sie Spione. Oder genauer gesagt sind wir Spione. Die Benners Rat sind wegen der Bresche besorgt. Derart unkontrollierte Magie könnte überall zu Problemen führen. Ich habe den Auftrag, mich der Inquisition anzuschließen, nahe an die Befehlshabenden heranzukommen und Berichte über die Geschehnisse zu schicken.
Aber ich erhalte auch Berichte vom Bennersrat Spionen aus ganz Orlais. Wenn ihr mich in eure Dienste nehmt, teile ich sie mit euren Leuten. Ihr seid also ein Spion der Kunari und erzählt mir das? Was auch immer bei diesem Konklave-Ding geschehen ist, ist übel. Irgendjemand muss diese Bresche schließen. Was ich also auch sein mag, ich bin auf eurer Seite. Ihr hättet trotzdem geheim halten können, was ihr seid. Vor etwas, das die Inquisition heißt? Früher oder später wäre ich aufgeflogen. Es ist besser, wenn ihr es gleich von mir erfahrt. Was würde in diesen Berichten an eure Leute stehen? Genug, um meine Vorgesetzten zufriedenzustellen. Aber nichts, was eure Unternehmungen gefährden würde. Die Kunari wollen wissen, ob sie eine Invasion starten müssen, um zu verhindern, dass die ganze verdammte Welt auseinanderbricht. Ihr gestattet mir, über das, was ihr tut, zu berichten. Und ich sorge dafür, dass ein paar Leute beruhigt sind. So profitieren letztlich alle. Was steht in diesen Berichten der Bennersrat, die ihr mit uns teilen würdet? Informationen über Feindbewegungen, verdächtige Aktivitäten, faszinierende Gerüchte, alles Mögliche eben. Für sich allein genommen sind sie nicht viel wert. Falls eure Meisterspionin aber nicht gänzlich unfähig ist, werden sie ihr äußerst nützlich sein. Woher wisst ihr, dass sie eine Frau ist? Ich habe ein wenig nachgeforscht. Außerdem hatte ich schon immer eine Schwäche für Rothaarige. In Ordnung. Ihr seid dabei. Sehr schön. Krem, sag den Männern, sie sollen unterwegs austrinken. Die Sturmbullen wurden gerade angeheuert. Und was ist mit den Fässern, Häuptling? Wir haben sie gerade erst geöffnet. Mit Äxten. Dann verschließt sie eben wieder. Du bist doch aus Tevinter, oder? Versuch's mit Blutmagie. Wir treffen uns dann in Haven. Nicht so schnell, mein guter, kleiner, eiserner Bulle. Du kommst direkt mit. Und ich nehme mit Vivienne. Das sind schon zwei Fernkämpfer, ne? Packen wir Blackwall mit rein. So ist es. Und natürlich hat unser kleiner eiserner Bulle erstmal mit Stufenaufstiegen zu kämpfen, die er bitte alleine macht. Stufe 5. Das ist nicht nett, mein Lieber. Oh ja, die Griffon-Robe. Ich wollte eigentlich gucken. Ich habe extra ein paar Sachen zurückgehalten für den guten eisernen Bullen. Da sieht er zwar ein bisschen dämlich aus, aber sie ist geringfügig besser als das, was er trägt. Maximale Gesundheit. Nicht wirklich, ne? Und alles andere kann er leider noch nicht tragen. Stufe 6. Wir gucken mal. Die sind ja nicht so weit weg von der nächsten Stufe. Ich behalte das Ganze mal so. Er behält jetzt erstmal einfach das, was er jetzt trägt. Kann ich dir denn schon mal einen Ring? Kannst du schon mal anlegen, sonst habe ich wahrscheinlich nicht kritische Trefferchance. Rüstung durchdringen klingt doch gut. Nimm das und waffentechnisch kann ich dir da schon was, habe ich da schon etwas behalten, was der eiserne Bulle überhaupt tragen kann? Ja, kann er. Stufe 4, das ist auch besser als das, was er jetzt hat. Es ist macht auf jeden Fall mehr Schaden. Und ich kann ein Heft drauf machen, einen Knauf drauf machen. Die Runenherstellung kann man erst sehr spät, aber das nimmst du und den tue ich dann weg. Sehr gut, das war's. Mehr kann ich dem eisernen Bullen nicht geben. Und ich würde sagen, wir schauen uns noch mal ein wenig weiter hier an der verwundeten Küste.
nicht wahr? Verwundete Küste. Ein bisschen um. Zeit haben wir ja noch. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal hier eine Weile aufhalten, bevor wir wieder zurückkehren können in die Hinterlande, um quasi, ja, den guten Stallmeister für uns zu gewinnen. Machen wir mal ein bisschen Licht, wo kein Licht notwendig ist. Was gibt es hier? Spinnen. Ich hasse Spinnen. Stirb, Spinne! Und Tiefenlauerer. Okay. Ja, das Leder von den Tiefenlauerer will ja schon wieder irgendeine andere Mannschaft von mir haben. Naja, schauen wir uns mal einfach ein bisschen weiter hier um. Wir sind ja auch hier, um nach den Wächtern zu suchen. Es ist ja nicht nur allein die Tatsache, dass wir den eisernen Bullen rekrutieren wollten, was natürlich an erster Stelle stand, definitiv. Aber wir suchen auch nach den verloren gegangenen Wächtern. Ich denke, hier war's das. Wirklich? Ne. Da haben wir doch noch was. Hopp. Jetzt können wir wegen meiner gehen. Und da sind ja auch noch die verloren gegangenen, sag schnell, Rekruten. Das müssen die Banditen sein, die Harding erwähnt hat. Genau. Die Banditen, die dafür gesorgt haben, dass unsere Leute verschwunden sind. Vivienne, was stehst denn du so weit weg? Hör mal. Und noch mehr Banditen. Geschichte. Irgendwie sehe ich hier die ganze Zeit irgendwo was anderes aufleuchten. Na egal. So, und wir hatten natürlich auch Scherben wieder entdeckt an der verwundeten Küste. Und auch die werden wir natürlich auch... Ich muss schon sagen, Viv. Ihr wisst, mit eurem Stab umzugehen. Ihr werdet mich mit Verzauberin Vivienne, mit Hofmagierin des Reichs von Orlais oder mit Madame de Fer ansprechen. Nicht mit Viv. Oh, natürlich, my lady. Tut mir leid, my lady. Ja. My lady ist ebenfalls annehmbar. Oh, Vivienne. Sie haben's aber auch alle auf dich abgesehen. Selbst der Bulle. Herrlich. Das macht echt Spaß, denen dabei zuzuhören. Ja. Und auch das gibt einen Kodex-Eintrag und ich würde sagen, das könnt ihr euch gerne selber durchlesen. Ich scroll das einfach mal runter. Ich mag diese Gespräche zwischen den Begleitern und ich würde ja am liebsten euch alle diese Gespräche vorstellen, aber ich befürchte, ich werde in dem LP auch nicht nur ansatzweise die Hälfte von den ganzen Gesprächen einfangen,
die die alle so untereinander von sich geben. Weil ich habe das Spiel ja nun wirklich schon des Öfteren gespielt. Es, also, wie oft habe ich das Spiel tatsächlich durchgespielt? Also schon öfters, aber jetzt nicht, würde ich sagen, unmäßig viel. Und es ist wirklich auch für mich teilweise immer noch sehr überraschend, je nachdem, was du da für eine Gruppenzusammenstellung hast, was da für Gespräche plötzlich ganz anders aufgenommen werden. Ja, du nimmst drei Leute mit. Und die unterhalten sich über irgendetwas. Und zwei unterhalten sich über irgendetwas. So. Und dann nimmst du zwei gleiche Leute und einen dritten anderen dazu. Und die haben dieses Gespräch auch nochmal. Und dann gibt der dritte noch seinen Senf dabei. Das ist einfach super. Also so entdeckt man immer wieder neu, was die Leute miteinander reden. Ist schon gut gemacht. Also Textdesign 1A, muss man echt sagen. So, und was bist du da hinten für einer? Hier, brenn! Wow, Bulle! Du bist der Oberburner! Ja, das macht schon richtig Spaß, den Gesprächen einfach zu lauschen. Das ist echt eine wahre Pracht. Und Madame Vivienne wird von allen irgendwie immer wieder hops genommen. Es ist einfach so. Ach, Vivienne, du hast es echt nicht leicht mit deiner kleinen Arroganz. Schön. Ja, dann sammeln wir mal alles ein, was wir hier so finden können. Und das ist nicht gerade wenig. Also die Sturmküste. Ich habe verwundete Küste vorhin gesagt irgendwann, ne? Naja, es ist natürlich die Sturmküste. Ist nicht gerade klein. Und ich werde sie auch bei meinem ersten Besuch nicht komplett durchlaufen, sondern die wichtigsten Teile, die für den Fortlauf der Geschichte halt auch wichtig sind, zum Teil. Andere Teile lasse ich noch aus, weil da kannst du erst hingehen, wenn du ein gewisses Level hast, weil die Gegner dann auch wiederum sehr stark sind. Also dieses Spiel lebt auch so ein bisschen davon, Orte nicht schon beim ersten Mal komplett durchzulaufen. Und wenn ich jetzt gerade wieder auf den Wecker schaue, würde ich sagen, wird es auch wieder Zeit, einen Schnitt zu setzen. Denn so mehr oder weniger eine halbe Stunde ist rum. Wir haben den Bullen dabei, wir haben Blackwall dabei und wir haben die gute Madame Vivienne dabei. Entschuldigt, dass ich nur Madame gesagt habe. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge erkunden wir noch so ein bisschen weiter hier an der Sturmküste. Ich bedanke mich hier auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!